Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Spirituelles Erwachen oder die Erweckung der Kundalini-Energie. Das ist das Thema, was heute im Mittelpunkt dieser Episode stehen soll. Nicole Hickman, eine Deutsche, die vor Jahren nach Kalifornien ausgewandert ist, ähnlich wie ich, ist heute meine Gesprächspartnerin. Sie lebt in San Diego und arbeitet dort als Medium, Akashic Record Reader und als Tierkommunikatorin. Ich freue mich, dass sie heute Zeit gefunden hat, ihre ganz persönliche Erfahrung mit uns zu teilen. Hallo, liebe Nicole, schön, dass du heute da bist. Danke, dass ich da sein darf. Freue mich sehr darauf. Du sitzt ja sozusagen in der erweiterten Nachbarschaft. Ich hatte in der Anmoderation schon erwähnt, dass du in San Diego bist und ich bin so etwa 2 Stunden nördlich von dir. Ich finde es mal spannend, einen Gast zu haben, der in der gleichen Zeitzone wie ich ist, wie ich bin. Genau. Es ist das erste Mal. Es sei denn, ich mache eine Aufzeichnung in Deutschland, da passiert es natürlich auch schon mal. Ja, mir geht es genauso. Also ich tue ja auch Zoom-Meetings mache ich und da ist es auch für mich angenehm, die gleiche Zeitzone zu haben, auf jeden Fall. Ja, bei uns ist schönster Vormittag heute, wobei es ist leicht bewölkt. Heute Morgen hat mal die Sonne geschienen, aber inzwischen hat die sich so ein bisschen verzogen. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema. Und es geht um ja, spirituelles Erwachen oder das Erwecken der Kundalini-Energie. Und das ist so ein bisschen Divine Timing, sage ich mal. Denn ich habe gerade in den letzten Wochen sehr viel darüber kommuniziert mit einigen meiner ehemaligen Workshop-Teilnehmerinnen, die ja entweder beginnende Erfahrungen hatten oder sich danach sehnen. Und ich bin da immer sehr vorsichtig, wenn ich sage, ich sage dann mal, be careful what you wish for. Ne, denn so ein Erwecken kann auch eine Krise hervorrufen. Das ist nicht immer alles nur schön und blumig, aber du weißt da sicherlich einiges drüber zu erzählen. Und zuerst mal möchte ich aber von dir wissen, wie bist du überhaupt nach Amerika gekommen? Ich glaube, das interessiert die Hörer auch. Und wie ist es dann bei dir mit übersinnlichen Wahrnehmungen losgegangen? Also ich bin mit 26 als Au-pair nach San Diego gekommen und habe dann hier ein Jahr gelebt und habe auch auf Hawaii gelebt, in Florida und dann wieder zurück nach Deutschland. Und seit 3 Jahren lebe ich wieder hier in Amerika. Alles hat angefangen, also die spirituelle, der Kundalini Awakening hat angefangen 2018. Aber meine spirituelle Reise hat sehr früh angefangen. Als Kind bin ich von der Schule nach Hause gelaufen und habe eine Stimme gehört, die zu mir gesagt hat, dass du hier auf dieser Erde bist mit einer Mission. Und natürlich habe ich das erstmal gar nicht glauben können oder auch gar nicht wahrnehmen können, wirklich, dass das passiert ist. Habe das auch niemand erzählt, ganz, ganz lange, lange niemand erzählt, weil das für mich sehr unrealistisch war. Aber ich weiß, dass es passiert ist. Und jetzt macht es auch Sinn, weil jetzt weiß ich, diese Mission. Es hat lange gedauert, über 50 Jahre oder fast 50 Jahre, ja, bis ich dann rausgefunden habe, was die Mission ist oder war, genau. Ja. Ja, jetzt will ich natürlich wissen, was ist die Mission? Ja gut, die Mission ist, also deine eigene Selbstheilung, die ist, hilft im Kollektiven. So meine spirituelle Krise hat dem Kollektiven geholfen. Und durch meine Arbeit, die ich jetzt mache, kann ich auch anderen wieder helfen, eben wenn sie spirituelle Krisen haben oder überhaupt, weil es geht nicht nur um Spirituelle. Wir alle werden dorthin gebracht. Wir alle machen diese Reise durch. Wir alle sind von dieser göttlichen Energie. Dann vergessen wir, dass wir diese göttliche Energie sind. Und diese Journey, diese Reise, da ist man im Ego drin. Da ist man komplett separate von dieser göttlichen Energie. Und durch dieses spirituelle Awakening erfährt man dann die Separation ganz intensiv. Das war eine Phase, die hat 2018 begonnen. Da fällt alles zusammen. Da fällt das Berufliche zusammen, da fällt die Familie zusammen, da fällt, ich hatte eine Krankheit, die war sehr mysteriös. Ich konnte nicht essen, habe 20 Kilo abgenommen. Es war aber alles gleichzeitig. Alles gleichzeitig ist zusammengefallen. Und das Ego hatte
kein Halt mehr. Ego hatte keine Möglichkeit mehr, sich zu beweisen oder eine falsche Identität mehr zu haben. Jetzt muss ich Es noch mal ganz war kurz nachhaken, weil du hast vorhin in einem Satz gesagt, Kundalini begann mit 18. nee, mit Oder habe ich, 2018. ach, 2018. 2018. Okay, Ja, dann habe ich das Entschuldigung. da nicht richtig verstanden, weil das schien mir jetzt so eine Riesenlücke zu sein. Okay, Nee, 2018. ja, nur, dass ich da im Klaren bin. Wie hat das angefangen? Wie hast du gemerkt, hier passiert was? So, was sind so die ersten Symptome gewesen? Die ersten Symptome waren, dass ich ganz arge Schmerzen im Magen hatte. Ich konnte nichts essen. Dann hatte ich das Gefühl, ich bin sehr verbunden mit dieser anderen Welt. Aber in dieser Phase hatte ich das Gefühl, ich bin morgens aufgewacht und es war eine riesen, riesen Wolke über mir, die war schwarz. Ich hatte das Gefühl, ich hatte keine Verbindung mehr zu dieser anderen Welt und man fühlt sich sehr ängstlich. Also da kommen die ganzen Gefühle von Angst, Angst vorm Sterben, Angst, alle möglichen Ängste kommen da hoch. Und das ist das Unangenehme. Aber das passiert ja nicht nur auf einem Gebiet, das passiert in allen Bereichen meines Lebens. Also das war komplett, ich konnte nicht mehr irgendwo einen Halt haben. Alles war komplett upside down. Das, wie du voll schön gesagt hast, das ist keine schöne Zeit. Also das hat auch plötzlich dann, man hat nichts macht mehr Sinn. All deine Werte sind weg. All dein Halt ist weg. Sorry. Ja, und diese Phase hat 2 Jahre dann gedauert. Wow. Und Kundalini itself hat drei unterschiedliche Phasen. Die erste Phase ist, wo das Ego kompletten Halt verliert, wo das komplett dann geschreddert wird in Million Pieces und man kann es nicht mehr zusammenführen, egal wie man versucht. Und die zweite ist dann die Integration. Und die dritte Phase ist dann, wenn das alles dann wieder Sinn macht, wenn das alles dann wieder, oder beziehungsweise man reached dann eine neue Awareness. Und da hatte ich auch die Out-of-Body-Experience, wo ich dann die Möglichkeit hatte, auch zu sehen, dass wir alle verbunden sind. Und nicht nur ein Konzept, nicht nur ein Wort, sondern auch, dass ich es fühlen durfte, dass ich es spüren durfte. Und das war dann in der letzten Phase. Da sieht man dann alles aus einer Seelenperspektive versus bevor sieht man alles von der Ego-Perspektive. Und diese Reise macht jeder durch, aber jeder macht die auf seine eigene Timing. Weil wenn wir alle gleichzeitig aufwachen würden, käme es zum Stillstand. Also ist es alles immer in divine timing. Und auch wie weit deine Seele schon entwickelt ist. Also die meisten Menschen, wo Kundalini erwecken möchten, können das gar nicht, weil die Seele muss bereit sein. Die Ja. Seele muss bereit sein, diesen ganzen heavy shit, was da kommt, auch ertragen zu können, weil ansonsten würde man wahrscheinlich ja gehen möchten, weil das ist wirklich ziemlich heavy gewesen. Und ich glaube, das wissen die wenigsten, ne, was das alles mit sich bringt. Ich kann mich erinnern, in meiner Yogalehrerausbildung, ich habe im Jahr 2001, habe ich mich für ein Jahr ausgeklinkt und bin in Australien gewesen und habe dort ein sehr intensives einjähriges Yoga-Programm durchgemacht. Und da hieß es natürlich auch immer, bringt eure Kundalini-Energie in Wallung, ne? Und das Ziel ist tatsächlich die, ja, es wird im Yoga als Schlange dargestellt, die im Kreuzbein oder Steißbein ihren Sitz hat, ne, Kreuzbein ist der, ist nicht Steißbein, Kreuzbein ihren Sitz hat und sich langsam die Wirbelsäule hochschlängelt und so wird diese Energie freigesetzt. Und da ist natürlich sehr viel Ego involviert, ne, in so einem Moment, wenn ein Lehrer sagt, sieh zu, dass diese Energie in Wallung kommt. Ne, und jeder will das erleben, weil alles, was wir darüber gehört haben, war fantastisch. Wenn die Kundalini-Energie erwacht, dann kannst du hell sehen, hell fühlen, alles, alle Kanäle sind offen. Das Heute stimmt, weiß das kommt ich, dann danach. ja, aber will ich das überhaupt auf einen Schlag? Ne, das ist Ja, so genau. die Sache. Und ich habe damals schon intuitiv gewusst, irgendwie fühlt sich das nicht richtig an für mich, dieses Erstreben. Und
ich habe es dann erlebt, auch bei uns in der Gruppe. Wir waren 30 Leute und es ist tatsächlich bei zwei Leuten auch, hat sich das manifestiert in diesem Jahr. Und das war kein schönes Miterleben, muss ich sagen. Denn die haben genau das eben auch durchgemacht, was du berichtet hast. Und einer von denen sogar recht extrem, weil da auch noch dann Drogen involviert waren. Das Ganze ist dadurch nochmal amplifiziert worden. Und diese spirituelle Krise, die da passierte, die hat denen den Boden unter den Füßen weggerissen. Absolut. Und da Aber wir war. alle werden dorthin geführt. Wir alle machen das durch. Peace. Immer wenn man eine Krise hat, egal was man im Leben durchmacht, eine Trennung, eine Krankheit, ist wieder ein Stück weiter zu dieser Erwachung. Und es wird bei allen immer nur Stück für Stück. Kundalini ist einfach nur alles zusammen ziemlich schnell, ein ziemlich schnelles Erwachen. Aber das wird, das möchte auch gar nicht jeder, genau. Und es ist mit deiner Seele vereinbart. Also das, auch wenn man das möchte, kann man das nicht erzwingen. Es ist bei den beiden Fällen dann bestimmt gewesen, dass die Seele bereit war. Die haben das gesucht und haben sich da erkundigt, weil sie auch wussten, es kommt. Aber wer sucht sich sowas aus? Das ist, es ist, es passiert dir. Es passiert dir, dass dein ganzes Leben dann ja komplett Kopf steht. Das wünscht sich ja niemand. Nein, also ich bin auch sehr froh, dass das bei mir wirklich sehr, sehr langsam geht, dieser Prozess. Ja, und ich bin oftmals sehr frustriert gewesen unterwegs, ne, weil die Dinge nicht schnell genug sich öffnen oder sich darstellen. Das Ego möchte natürlich immer mehr, aber rückblickend weiß ich, das hat alles seinen Grund, warum das auf die Art und Weise bei mir geschehen ist. Und ich bin auch sehr dankbar darum. Hast du in dieser Phase, in dieser akuten Phase damals Unterstützung gehabt? Weil das ist ja sicherlich auch befremdlich für deine Familie gewesen, ne? Es war für alle befremdlich, weil sie mich alle für immer happy und immer sehr, ja, stabil. Und plötzlich war ich nicht mehr happy, nicht mehr stabil. Und es waren, egal in welchem Bereich, Beruf, zu Hause, Familie, die konnten alle nicht verstehen, was mit mir los ist. Ich selber konnte nicht verstehen, was mit mir los ist. Und man versucht, alles schön gerade zu drehen, dass die Welt wieder schön funktioniert. Aber das ist genau das, was das Ego dann nicht mehr möchte. Es möchte wirklich die Wahrheit sehen. Und nichts macht dann mehr eben Sinn, bis die Wahrheit wirklich dann gesehen wird. Und diese Wahrheit ist eigentlich eine Reise zu dir selbst, die Reise zu dir, zu dem inneren Kind, diese Reise, wo die ganzen Memories, die ganzen Erinnerungen gespeichert sind, und die geht nur mit wahrer Liebe. Und es ist für mich war es 2 Jahre eine Reise über eine wahre Liebe. Und man macht diese Reise dann Stück für Stück. Und Kundalini ist dann wie so ein Rad, wo dann alles nochmal zurückkommt, aber dann in dieser zweiten Phase macht man das dann alles mit Liebe. Die erste Phase ist komplett, da hat man keine Ahnung, was passiert, man hat keine Hilfe, keiner weiß Bescheid, was gerade mit dir passiert, aber in diese zweite Phase kriegt man so ein bisschen Hilfe von außen, liest was, aber man selber weiß auch, was man zu tun hat. Also man ist da nicht alleine. Es ist, die erste Phase fühlt sich sehr alleine an. Klar, muss ja auch, weil das ja dann auch wirklich komplett ein Zerfall ist. Und da fühlt man sich alleine. Aber bei der zweiten Phase hat man all diese Hilfe wieder von außen, von innen. Das Ganze wird sowieso gelenkt von der anderen Seite. Es ist. Wusstest du denn, was da mit dir passiert, als Phase 1 begann? Weil ich kann mir vorstellen, dass das manche Menschen überrascht, ne, die überhaupt nicht in irgendeiner Form sich darüber Gedanken gemacht haben oder ganz naiv sich mit irgendwelchen Praktiken beschäftigen und plötzlich merken, da geht was los. Ich wusste gar nicht. Und ganz viele meiner Kunden, wir alle machen diese Kundalini durch. Und in meinen Readings kann ich dann eben, weil ich es selber durchgemacht habe, aber auch weil ich das mit meinem Spirit Team, die zeigen mir dann genau, wo du stehst, wo dein Schmerz ist, was du gerade als nächsten Schritt brauchst. Und das war auch meine Mission, eben meine eigene Kundalini-Reise, damit ich anderen helfen kann, damit die auch diese. Und es hat nichts mit Spiritualität zu tun, weil
Jeder hat Gefühle, egal ob er religiös ist oder nicht. Gefühle hat jeder. Und diese Gefühle zeigen dir diese Reise, diese Gefühle bringen dich zu dir zurück. Also diese Gefühle ist diese Reise, diese Gefühlswelt. Und es hat nichts mit Spiritualität zu tun oder mit Religion oder mit irgendwelchen Gesichtspunkten, weil jeder hat Gefühle. Jeder fühlt Traurigkeit, Angst, Sadness, what else? all diese negativen Gefühle, die wir alle in uns haben, werden dadurch getriggert in dieser ersten Phase. Und in dieser zweiten Phase haben wir dann die Möglichkeit, für uns da zu sein und uns dann durch diese authentische Liebe zu finden und zurückzuführen. Und da findet man auch das Göttliche. Und das ist es auch, was die meisten Menschen dann möchten, dieses göttliche Gefühl. Aber dieses göttliche Gefühl, da muss erst was fallen gelassen werden, losgelassen werden, damit man das erreichen kann. Und ich möchte niemand Angst machen, weil letztendlich ist es was Wunderschönes. Aber es ist eine schwere Phase. Und wir alle machen diese Phase durch, Stück für Stück. Meins war nur halt geballt zusammen, damit ich anderen helfen kann. Du hast von einer außerkörperlichen Erfahrung gesprochen vorhin. Wann hat die jetzt in Relation zu diesen 2 Jahren, in denen du die Kundalini-Erweckung erlebt hast, stattgefunden? Die war dann Anfang von Corona 2020, ja. Ich bin mit meiner Tochter nach Hause gefahren und habe ein homeless person gesehen, ein Obdachloser. Und der musste Covid haben. Und ich habe dann nur gedacht, ach, wie schade, der hat jetzt keine Hilfe, der steht jetzt da alleine und hatte Mitleid mit dieser Person. Bin dann weitergefahren und habe noch homeless person gesehen. Nicht, dass wir so viele homeless person hier haben, aber da an dem Tag waren noch eine Obdachlose, es war eine Frau. Und in dem Moment, wo ich diese Frau sehe, spüre ich, wie meine Consciousness aus mir rausgezogen wird. Und ich sehe da nicht mehr nur mein Leben, sondern ich sehe ihr Leben und mein Leben von einer höheren Perspektive. Und diese Perspektive war wunderschön. Ihr Leben und mein Leben hatte in dem Moment die gleiche Wertschätzung. Da war nichts weniger wert, weil sie obdachlos ist und ich eine spirituelle Erfahrung gemacht habe. Es war alles in dem Moment göttliche Liebe. Und es passierte innerhalb von ein, zwei Sekunden. Aber dieser Moment wird für mich immer ein so besonderer Moment sein, weil ich spüren dürfte, wie wir alle verbunden sind. Ja. Und meine Tochter saß neben mir. Wie gesagt, ich bin Auto gefahren. Das ist passiert während dem Autofahren. Und die hat mich angeguckt, also was ist denn gerade mit dir passiert? Die hat es genau gesehen, dass gerade was mit mir passiert ist. Das war ein sehr, sehr schöner Moment. Und es gibt mir auch die Sicherheit, dass alles richtig ist. Alles, was passiert, hat seine Richtigkeit. Das Gefühl ist definitiv eines der schönsten Momente, außer die Geburt meiner Tochter, mein Sohn und natürlich auch die Hochzeit mein Mann, würde ich sagen. Gleich Aber Mann, dem. oh Mann, beim Autofahren so ein Erlebnis zu haben, das ist schon nicht so ganz ohne, ne? Ja, das aber wie gesagt, es passiert Ja. so schnell. Aber das Bewusstsein an sich ist, habe ich das Gefühl, das war so unendlich. Es ist so ein unendliches Gefühl von Verbundenheit. Ja, Und und es gibt ja auch, viele werden jetzt sagen, naja, 1, 2 Sekunden außerkörperliche Erfahrung muss doch länger dauern, aber ich kann das auch nur bestätigen. Insbesondere in meinen Anfangsjahren, als ich angefangen habe, vehement zu üben, das sind Momente gewesen, ne? Das sind tatsächlich wenige Sekunden und dann greift erstmal wieder dieser Mechanismus. Man geht von einem Resonanzfeld zurück in ein anderes Resonanzfeld, weil die Konditionierung hier doch so stark ist und greift fast wie eine Art Magnet. Und erst im Laufe der Zeit habe ich dann die Erfahrung gemacht, dass es auch länger bleiben kann, dieser Zustand, und dass man das auch navigieren kann. Aber viele Menschen haben da eine sehr
verzerrte Vorstellung davon, wie die Dinge sein müssen bei außerkörperlichen Erfahrungen. Und deswegen bin ich jetzt gar nicht so verwundert, dass es nur so kurz war in dem Fall. Und das kann aber, das, bei mir war es ja beim allerersten Mal auch so eine einschneidende Erfahrung, die mein Leben tatsächlich auch verändert hat. Ja, Ne? man sieht die Dinge wirklich von einer ganz anderen Perspektive. Ja. Vor allem, man fühlt sie anders. Weil wenn man ein Buch drüber liest, dann ist es ein Konzept. Aber wenn man sowas selber erlebt, dann ist es kein Konzept mehr. Das ist die Wahrheit. Dann fühlt man auch, wie man verbunden ist. Und das, da werde ich für immer dankbar sein Ja, für diese Aussage. ich beginne meine Vorträge immer damit. Ich sage, wenn jeder Mensch auf dieser Welt einmal so eine Erfahrung machen würde, dann sähe unsere Welt ganz anders aus, ne? Weil diese Einsicht kommt, von der du eben sprachst. Da ist keine Separation, da ist kein Ich und Du, sondern es läuft alles auf eins hinaus, ne? Und es ist eine Verbundenheit mit allem, was ist. Ja, aber durch diese Kundalini-Awakening weiß ich ja auch, dass es wichtig ist. Man muss es irgendwie so sehen, wenn du an Wiedergeburt glaubst, dann kommt man ja wieder und immer wieder und immer wieder. Und so ist es ja, Zeit bringt dich dorthin. Und jeder darf seine eigene Zeit haben. Und wenn du jetzt in der 12. Klasse bist, würdest du dir nie zum Erstklässler sagen, you are a piece of shit, weil du in der ersten Klasse bist. Der Erstklässler hat diese Erlaubnis, Dinge ganz anders zu sehen. Dann kommt er in die zweite Klasse und dann in die dritte Klasse. Und so Consciousness entwickelt sich durch die Zeit. Und jeder darf diese auch haben. Deswegen ist es bei mir auch immer spannend, wenn ich Kunden habe. Weiß ich in dem Moment nicht, wo sie sind, aber in dem Moment, wo ich mich dann verbinde mit dem Kunde, dann werde ich mit mir gezeigt, genau wo der steht, in welcher Klasse, was er braucht, was ist sein nächster Step. Only what's the next step. Nie, ich würde nie versuchen, den bis da oben hinzubringen, weil das würde dann ein Insult sein, weil das ist gar nicht gewollt. Das ist immer nur der nächste Step. Ja. Weil jeder das auch haben darf. Jeder darf seine eigene Zeit haben, bis er dorthin kommt. Ja, Und ganz das ist wichtig. Das spannend, ist auch ja. immer, was ich sage in meinen Workshops, wenn die Leute zu ungeduldig werden, ne, und sagen, na, es ist ja dann so ein bisschen der Futterneid da. Bei dem einen klappt schneller, beim anderen weniger schnell. Aber alles und jeder hat seine Zeit, ne? Und diesem Rhythmus dürfen wir auch vertrauen, den dürfen wir respektieren, denn das ist nicht ohne Grund, dass sich für den einen die Dinge anders oder schneller vielleicht entfalten. So klischeehaft, wie das klingt, aber der Weg ist das Ziel. Es geht gar nicht Oh, darum, absolut. Ja. da jetzt, du bist, wenn du Hellsichtigkeit wünschst, jetzt zum Beispiel, ne, oder auch eine außerkörperliche Erfahrung, die Welt ist nicht besser, wenn du das Ziel erreicht hast. Ne? Auch deine Welt ist nicht besser. Dein Ego ist vielleicht für ein Momentchen befriedigt, so als wenn du einen neuen Mantel kaufst, den du schon lange haben wolltest. Und nach 2 Tagen gehört der Mantel dazu. Der ist integriert und der ist nicht mehr so spannend, wie er vielleicht noch vor 3 Tagen war, als du ihn noch nicht hattest. Und so ist es mit diesen Erfahrungen auch. Ne? Das Ego will natürlich immer mehr, mehr, mehr. Und für mich war es ganz wichtig, in meinem Prozess diese kleinen Momente wertschätzen zu lernen und in der Dankbarkeit zu sein, dass sich das auf irgendeine Art und Weise entfaltet. Und seitdem ich das so für mich annehmen kann, bin ich auch sehr viel zufriedener in meiner eigenen Praxis, in meinen Meditationen, in meinen Übungen. Ja, jeder und alles hat seine Zeit. Ja. Man muss auch wissen, es ist eine göttliche Energie dahinter. Auch selber, wenn man das möchte, da ist eine göttliche Energie, die führt dich zurück zu dieser Reise. Und da muss man einfach vertrauen in diese Ja. göttliche Energie. Auch wenn man nicht vertraut, es ist trotzdem diese göttliche Energie, steckt dahinter und bringt dich in jeder Krise ein Stück weiter. In jeder Krise hat man danach, nicht während dieser Krise, danach hat man dann mehr Selbstwert, mehr Selbstliebe, mehr Selbstwertschätzung auch für andere. Darum geht es in jeder Krise, ein bisschen mehr Wert für sich, für andere zu erlangen. Aber wenn man drin ist in dieser Krise, fühlt man sich sehr verloren, fühlt man sich sehr gejudged, also sehr verurteilt.
all diese Dinge. Und auch wenn man eine Ehekrise durchmacht oder eine Scheidung durchmacht, die Phase in der Scheidung, da fühlt man sich nicht wohl. Aber danach, wenn man dann sehen kann, dass es besser war für alle Beteiligten, dann sieht man auch a bigger picture. Und darum geht es eigentlich immer wieder, a bigger picture, a bigger picture. Immer alles eine höhere Perspektive zu sehen. Das ist auch eine Dimension. Dimension ist einfacher, höhere Perspektive. Dimension ist kein Place, kein Ort, wo man hingeht, sondern einfach eine erweiterte Perspektive auf die Dinge, die dir im Leben passieren. Und die Erde dreht sich ja gerade in der fünften Dimension und eben die fünfte Dimension bringt halt die Awareness auf mehr Liebe mit sich. Und da muss man halt aber erst durch diese Krise durchgehen, um das auf der anderen Seite dann, dass man halt mehr Awareness hat, mehr Consciousness about das. Das müssen wir vielleicht jetzt ein bisschen näher erläutern. Was bedeutet die fünfte Dimension? Die fünfte Dimension, da geht es darum, dass wir mit Liebe miteinander leben können. Da ist das Ego so integriert, so weit entwickelt, dass es nicht mehr darum geht, meins, ich und nur sich selber sieht, sondern da ist es eben sehr viel Respekt, sehr viel Liebe für sich selber, für andere. Und es ist die fünfte Dimension. Da sind wir noch nicht drin. Die Erde dreht sich in diese Dimension, aber durch deine eigene Heilreise und das hilft dem Kollektiven. Und das Kollektive kann dann durch jeden, der da durchgeht, seine Energie erhöhen und dann in diese fünfte Dimension gelangen. Wenn du heute mit Menschen arbeitest, machst du das hauptsächlich auch über Zoom, weil dann kannst du ja auch mit Menschen in Deutschland, Ja, arbeiten. ich mache das, also ich habe Kunden von Australien, Neuseeland, von Australien, von South America. Ja, genau, überall. Also ich mache das über Zoom. Ich tue auch Hausvisits machen. Also falls jemand hier in San Diego ist, tue ich den auch besuchen. Aber die meiste Arbeit mache ich über Zoom. Genau. Und das Ja. ist kein Problem, weil ich mache eh meine Arbeit zuvor. Also bevor ich ein Meeting habe, verbinde ich mich mit deiner Energie. Und dann ist es wie ein Download. Da wird dann alles hingeschrieben, was alles für dich wichtig ist. Kommt drauf an, ob du ein Akashic Record Reading oder Angel Reading hast. Und da werde ich dann alles niederschreiben. Und dann das eigentliche Reading ist dann nur noch das, was ich da hingeschrieben habe, werde ich dann erläutern. Genau. Also die Energie ist so oder so, egal ob die Person da ist oder nicht, da kann ich mich verbinden. Muss nicht vor Ort sein. Ja, wir haben natürlich auch Nicoles Info hier verlinkt unter dem Podcast auf YouTube, sowohl als auch in den Shownotes bei allen anderen Podcast-Kanälen. Könnt ihr gerne mal bei Nicole auf der Webseite vorbeischauen. Die ist sehr schön in ihrer Gestaltung und auch sehr informativ. Hast du einen Schwerpunkt, wenn du bist Medium, aber auch Akashic Record Reader und Tierkommunikatorin? Ist da so ein Zweig, der dich besonders fasziniert oder wo du dich am meisten hingezogen fühlst? Die meisten Readings, wo ich habe, sind Angel Readings. Da geht es darum, dass ich mich verbinde mit einem Spirit Team. Und dein Spirit Team sind Loved Ones, die sind deine Verstorbenen, dein Ascended Masters, Angels und Spirit Animals und sehe, was für Messages die für dich haben. Das ist eins meiner Favoriten und die meisten Readings habe ich auch über Engels-Readings. Ich mag aber auch Akashic Record Readings. Da geht es darum, um vergangene Leben reinzuschauen, gucken, ob da irgendwelche Gefühle nicht unbedingt stecken bleiben, aber gewisse Gefühle werden dann in diesem Leben dann noch weiter ausgetragen. Ich hatte eine ganz spannende Situation. Da war ein Mann, der war vor mir, hat ein Reading gehabt. Und in dem Moment, wo ich mich mit ihm verbunden habe, habe ich sofort gesehen oder gezeigt bekommen, dass der als Kind in einem Vorleben verbrannt war im Zimmer. Und als ich ihm das gesagt hatte, er hat erstmal weinen müssen. Und gesagt, mein ganzes Leben lang renne ich davon. Ich habe Angst vor Feuer. Ich habe Angst vom Verbrennen. Ich habe Angst. Ich habe immer das Gefühl, ich muss überleben. Ich muss wegrennen.
Und als ich ihm das gezeigt habe, war das für ihn klar, warum er diese Ängste hat. Aber wichtiger war, ihm zu zeigen, dass er in diesem Leben diese Angst nicht braucht. Das war in seinem Vorleben. Und da konnte ich ihm helfen, das zu trennen. Das war für ihn ein sehr wichtiger Moment, weil es war ziemlich heftig für ihn. Und er wusste nicht, warum er solche heftige Gefühle hat, um zu sterben oder verbrennen. Und viele meiner Akashic Record Readings, da werden halt vom Vorleben gezeigt, dass sie gewisse Gefühle halt noch in diesem Leben austragen. Und es ist auch immer sehr spannend. Aber eins meiner Favoriten sind Animal Communications. Also ich verbinde mich so gerne mit Tieren, weil Tiere sind wie kleine Kinder. Die erzählen dir alles. Die sind sehr innocent, sehr, sehr, es ist immer sehr, sehr spannend mit Animals. Also das ist auch eins meiner Favoriten auf jeden Fall. Ja, kann ich sehr gut dran anknüpfen. Für mich ist das jetzt so, was im Moment passiert. Und ich beschäftige mich sehr ausgiebig damit. Bei mir ist der Fall passiert vor einigen Monaten oder Wochen. Ja, vielleicht schon 2 Monate her, da habe ich ein Healing bekommen. Ein Trance-Healing, sehr klassisch. Und in diesem Trance-Healing habe ich plötzlich die Stimme meines Hundes gehört, sehr Oh. deutlich und sehr klar, und fand das sehr, sehr faszinierend. Und dann habe ich angefangen, so ein bisschen zu schauen, wie kann ich meine Werkzeuge, die ich sowieso habe, einsetzen, um vielleicht auch die anderen Tiere zu hören. Und so langsam finde ich den Weg dahin, wie ich die Werkzeuge einsetzen muss. Ich finde es ein bisschen anders als bei Menschen. Ja, absolut. Ich hätte jetzt Absolut. gedacht, das ist wahrscheinlich genauso wie ein normales Psychic Reading, ne, wo man in die Aura eines Menschen geht, aber es ist doch ein bisschen anders, ne? Ja, und vor allem finde ich es viel leichter, weil die so offen sind, wie so kleine Kinder, wo dir alles erzählen, sind so zugänglich. Das ist das Schöne daran. Und es geht ja oft mal auch bei meinen Tierreadings darum, wenn ein Tier gerettet wurde, was das Tier durchgemacht hat. Da helfe ich auch meinen Kunden zu sehen, was sie helfen können mit dem Tier, welche Eigenschaften sie dann mitbringen und was man da besser machen kann. Aber auch vor allem geht es um, ob sie zufrieden sind mit dem Essen oder ob sie zufrieden sind, wo sie schlafen oder ob sie jemanden in der Familie nicht mögen. Die sagen alles, wie so kleine Kinder. Die nehmen Super keine Pfote vor spannend. den Mund. Ne? Nein. Super Ja, spannend. liebe Nicole, wir kommen so langsam zum Ende dieser Episode. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Teilen deiner Geschichte. Ich fand es sehr, sehr spannend und ich denke, da darf auch noch mehr Aufklärung passieren, ne? Gerade was die Kundalini-Energie angeht, weil doch viele Menschen eine sehr falsche Vorstellung davon haben. Und ja, wie gesagt, wir haben all deine Info verlinkt. Schaut gerne bei Nicole vorbei. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag in San Diego. Danke ebenso. Danke ebenso. Und es hat mich sehr gefreut, bei denen im Podcast zu sein. Vielen, vielen Dank. Gerne. Tschüss, Nicole. Tschüss.